Hallo ihr da draußen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr diese wunderschöne Regenbogentorte herstellen könnt. Das ist gar nicht mal so schwer, es ist nur ein bisschen aufwendig, aber ich bin mir ganz sicher, dass sich das für euch auch lohnen wird, genauso wie es sich für uns gelohnt hat. Wie der von innen aussieht, bleibt natürlich erstmal eine Überraschung und ihr seht es dann am Ende des Videos. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken und später einen guten Appetit. Kommen wir also als erstes zu den Zutaten. Ihr braucht für diese tolle Regenbogentorte 6 Eier. Ihr braucht 5 Esslöffel heißes Wasser, 150 Gramm Mehl, 150 Gramm Speisestärke, 225 Gramm Zucker, 2 Päckchen Vanillezucker und 5 gestrichene Teelöffel Backpulver. Außerdem braucht ihr dann zum Einfärben des Teiges noch Lebensmittelfarbe und ich benutze hier die Wilton Colors und die sind einfach super mega ergiebig und sie färben den Teig mit ganz, ganz wenig Farbe super kräftig und die Farben leuchten so richtig schön. Deswegen benutze ich immer diese Farben. Außerdem braucht ihr später für die Ganache, das wird dann eine weiße Schokoladenganache bei mir, 500 Gramm weiße Schokolade und 250 Gramm Schlagsahne. Das wäre es jetzt erstmal. Zum Backen braucht ihr natürlich eine Springform in der Größe 18 cm. Meine ist jetzt 26 cm groß, deswegen mache ich mir das Ganze dann einfach mit einem Tortenring kleiner und das ist gar kein Problem. Nun können wir also loslegen. Für den ersten Schritt schlagt ihr erstmal alle eure Eier in eine große Rührschüssel. Und dann fügt ihr zu den Eiern die 5 Esslöffel heißes Wasser und dann wird das Ganze erstmal schön schaumig geschlagen. Als nächstes kommen dann der Zucker, also die 225 Gramm und die 2 Päckchen Vanillezucker noch dazu. Und auch das wird jetzt natürlich wieder schön weiter gerührt. Für den nächsten Schritt braucht ihr eine kleinere Rührschüssel und dort hinein gebt ihr jetzt das Mehl und die Speisestärke. Außerdem kommen dort auch noch die 5 gestrichenen Teelöffel Backpulver dazu. Diese trockenen Zutaten werden jetzt erst einmal miteinander vermischt. Und anschließend könnt ihr dann die vermischten trockenen Zutaten mit der Eiermasse vermischen. Wenn euer Teig dann so schön cremig flüssig aussieht, dann ist er gut und ihr könnt jetzt beginnen, ihn in 6 gleich große Teile zu teilen. Ich nehme dafür jetzt einfach eine Kelle und verteile das dann gleichmäßig auf meine Schalen. Wenn ihr das Ganze gut gleichmäßig aufgeteilt habt, geht es ans Einfärben und dafür braucht ihr erstmal 6 Teelöffel, also für jede Farbe einen und natürlich eure Lebensmittelfarbe. Ihr könnt den Kuchen natürlich so einfärben, wie ihr möchtet. Ihr könnt zum Beispiel auch einfach nur Blau- und Grüntöne nehmen und das Ganze immer blasser werden lassen oder so. Oder ihr macht eine Mädchentorte, dann könnt ihr einfach mit Rot, Rosa und Gelb arbeiten zum Beispiel. Aber wir haben uns entschieden, eine richtige Regenbogentorte zu machen und dafür brauchen wir natürlich auch die Farben des Regenbogens. Also Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett. Ja, und ich habe alle Farben davon eigentlich da, außer Orange. Und deswegen mische ich mir das dann einfach zurecht und färbe jetzt erstmal diese ganzen Pötte hier ein. Während des Färbens könnt ihr euren Backofen schon mal auf 190 Grad Celsius vorheizen. Und ja, wenn ihr damit fertig seid, sieht das Ganze ungefähr so aus. Also ich finde, diese Wilton-Gel-Farben sind wirklich
richtig klasse und zaubern wundervolle Ergebnisse. Man braucht pro Schüssel wirklich nur eine kleine Messerspitze von der Farbe und deswegen sind die so ergiebig und man kann damit bestimmt ganz, ganz viele Kuchen backen. Ja, dann nehmt ihr euch eure Springform her und legt sie erstmal mit Backpapier aus. So könnt ihr die Böden später dann auch noch auf dem Backpapier auskühlen lassen. Jetzt könnt ihr die Böden nacheinander backen. Das heißt also, jede Farbe wird in den Backofen einzeln gesteckt. Wenn ihr zwei Springformen habt, ist das viel besser. Dann könnt ihr zwei Böden gleichzeitig backen und spart euch eine Menge Zeit. Ihr füllt jetzt also jeweils eine Teigschüssel in eure Springform. Und dann kommt das Ganze für 10 bis 13 Minuten bei 190 Grad in den Backofen. Und so macht ihr das dann einfach mit jeder Farbe. Ihr braucht also 6 mal etwa 10 Minuten. Also das Backen wird euch mindestens eine Stunde kosten und sogar noch mehr, denn die Böden müssen erstmal ein bisschen abkühlen, bevor ihr sie dann aus der Form lösen könnt und sie dann zum vollständigen Abkühlen zum Beispiel auf einen Kuchenrost legen könnt. Ja, nun aber erstmal ab in den Ofen. Während eure Kuchenböden im Ofen backen, könnt ihr schon mal die Ganache vorbereiten, denn die muss dann noch abkühlen. Dafür füllt ihr 250 Gramm Sahne in einen Topf und bringt sie auf dem Herd zum Kochen. Während das passiert, könnt ihr schon mal die weiße Schokolade in ein Gefäß oder einen Topf tun und sie etwas zerkleinern. Wenn eure Schokolade dann komplett klein gemacht ist und eure Sahne kochen, dann nehmt ihr euch die heiße Sahne und gießt sie über die Schokolade. Und das Ganze lasst ihr dann erstmal 5 Minuten lang so stehen. Wenn die 5 Minuten um sind, dann nehmt ihr euch einen Schneebesen und rührt das Ganze glatt. Das so lange rühren, bis keine Schokoladenstückchen mehr zu sehen sind. Und dann kann das Ganze abkühlen und dafür kommt es in den Kühlschrank. Wenn eure Böden dann einzeln fertig gebacken und ausgekühlt sind, dann könnt ihr sie nach den Regenbogenfarben übereinander stapeln. Es ist total egal, eigentlich ob ihr mit Rot oder mit Lila anfangt. Es sieht beides schön aus. Ja, was ich jetzt noch gemacht habe, was ich total vergessen habe, euch zu sagen, ich habe in einige der Schüsseln etwas Zitronenschale gerieben, einfach damit der Kuchen dann ein bisschen frischer schmeckt. Und ansonsten sind die Kuchen jetzt fertig gebacken. Der obere Boden muss noch ein bisschen abkühlen. Das ist also jetzt die richtige Zeit, die Ganache wieder aus dem Kühlschrank zu holen und sie ein bisschen wieder auf Zimmertemperatur zu bringen. So, hier ist jetzt also die weiße Schokoladenganache. Die können wir jetzt einfach mal umrühren. Und so habe ich sie jetzt aus dem Kühlschrank geholt und das ist eine super Konsistenz, um sie dann auf dem Kuchen zu verstreichen. Ja, das ist dann also auch der nächste Schritt. Wir verteilen dann die Ganache auf dem Kuchen und kleiden ihn damit also ein. Danach kommt er nochmal in den Kühlschrank, damit die Ganache wieder etwas fester werden kann. Und bevor ihr ihn verzehrt, könnt ihr ihn dann noch verzieren. Nun nehmen wir uns also unseren Kuchen her und ja, beginnen die Ganache darauf zu verteilen. Das könnt ihr ruhig großzügig machen, denn wir haben genug. Und ja, so werden dann gleich auch noch die ganzen Unebenheiten ausgeglichen. Wenn ihr eure Torte dann komplett mit Ganache eingestrichen habt, sieht sie erstmal ungefähr so aus und kommt, wie gesagt, nochmal für mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Danach könnt ihr sie dekorieren und ich empfehle euch auf alle Fälle, sie erst kurz vor dem Anschneiden bzw. vor dem Servieren zu dekorieren. Vor allem, wenn ihr sie mit Smarties dekoriert, denn die werden sonst blass und verlaufen. Was ihr jetzt auch machen könnt, ist, ihr könnt das als Grundgerüst sozusagen für eine Fondantunterlage benutzen und ja, könnt das jetzt mit Fondant noch bedecken und dann schön verzieren. Das könnt ihr jetzt machen, wie ihr wollt. Ihr könnt die Torte natürlich auch einfach so lassen und ja, dann ist sie an sich jetzt schon mal fertig und es kommt dann nur noch zum Dekorieren. Wenn euer Kuchen dann genug ausgekühlt ist und ihr ihn servieren wollt, dann könnt ihr ihn natürlich jetzt noch vorher dekorieren
Ich habe mir dafür ganz, ganz viele Smarties zurechtgelegt. Und daraus werde ich einfach einen Regenbogen hier oben drauf legen. Natürlich auch in den Regenbogenfarben. Damit das Ganze ganz schick aussieht. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an. So, ich bin jetzt auch fertig mit Dekorieren. Ich bin jetzt komplett fertig. So sieht meine Regenbogentorte erstmal von außen aus. Ich finde, sie ist richtig gut geworden fürs erste Mal. Hier, Emil mag ein Smarty naschen. Mag Emil noch ein Smarty? Bitte? Ja, ich habe jetzt hier, wie gesagt, einen Regenbogen. Leider hat genau dieses eine Rote nicht mehr reingepasst, aber ich habe das einfach so gemacht und ich finde, es ist trotzdem sehr, sehr schön. Also hier mein Regenbogen. Dann habe ich hier ein A für Anna, ein E für Emil und ein F für Franz eingefügt, weil ich das einfach total süß fand und das irgendwie noch so leer sonst aussah. Ja, und die restlichen Smarties habe ich einfach hier unten drumherum verteilt und es sieht einfach total freundlich aus. Passend zu den warmen Tagen und ich finde es einfach richtig klasse. Und ja, jetzt wird er gleich angeschnitten zum Kaffee und ich bin gespannt, wie er uns allen schmecken wird. So sieht der Gute jetzt angeschnitten aus und ich finde, er sieht wunderschön aus. Das hat sich auf alle Fälle gelohnt, dieser Aufwand. Es ist einfach wirklich schön. Ein richtiger Kindertraum. Ja, so sehen unsere Stückchen aus. Meins ist jetzt ein bisschen groß geworden. Ja, ich finde die einfach richtig klasse.